Tag auch und willkommen zur dritten Staffel von Let's Play Mario Party 1 Together. Dieses Mal zocken das Pony, Muschiwürfel, Grona und ich 20 Runden Yoshis Tropeninsel. Yoshis Tropeninsel, geile Scheiße. Ja, sieht süß. Oh, da sind ganz viele Yoshis. In allen Farben. An die Karte erinnere ich mich gar nicht, dass ich die früher mal großartig gespielt hätte, wenn ich ehrlich bin. Wie geil, decke ich einfach alles. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Kuba und werde euch herumführen. Die Yoshis leben auf der Wassermeloneninsel und der Honigmeloneninsel. Ach nö, haben die schon wieder so zwei Inseln. Schau mal, auf der Insel in der Mitte ist ein Yoshi eingeschlossen und kann nicht entkommen. Sein bester Freund schaut schon ganz traurig vom Strand herüber. Oh. Helft bitte. Hier ist noch ein Rad, passt auf. Bubba spielt gerne mit den Fragezeichenfeldern. Bubba nochmal. Also dann lasst uns die Schlachtreihenfolge bestimmen. Ist das dieser Kraken-Tentakel-Dings? Ich weiß das nicht mehr. Bäm, ich hab eine 9. Das ist der kleine Bruder von Bubba. Oh. Mit einer 8 Dritter ist auch eine Frechheit. So, ja, dann möchtest du mal Hallo sagen, Muschiwürfel. Hallo. So, ja, dann komm ich. Der dicke Affe. Dann komm ich. Kein Hallo. Hallo. Zuletzt das Pony. Yeah. Als Obst passt zur Insel. Das ist die Startreihenfolge. Ich habe nur ein Geschenk, 10 Münzen. Danke. Auf die Plätze fertig, sucht nach den Sternen. Action! Ich denke, wir sollen den Yoshi befreien. Doch, ist mir doch egal. Okay. So, pass auf, da ist der Erste. Gut. Ja, 20 Münzen und so. Los bitte, Bubba. Das sehen wir dann. So, Yoshi. Kurz vor die Kreuzung. Bär! Du hast einen. Ja, achso, rechts kostet eh Knete, ne? Wahrscheinlich. Brauchen wir die Karte? Oder vielleicht irgendeinen Schlüssel oder so. Die Karte kostet auch größer, oder nicht? Kann man dort Übersicht haben. Aha! Also wir müssten rechts lang. Und dann, ja, ich bin im Bild. Scheiß drauf, ich geh da lang. 5 oder was kostet? Mario Party 1 ist ein relativ happy. Eine? Das mach ich doch mal! Das ist ja süß! Das ist eine Frechheit. Jo! Ach so. Also ich kann es auch erhöhen, ich lasse erst mal. Dass der nächste dann noch teurer ist, glaube ich. Mhm. Obwohl ich mal 3 machen können, war noch was soll's. Yes! So ein Frecher. Das reicht. So, Pony auch noch blau, dann darf ich euch die Fresse polieren. Möchtest du auch mein rotes Feld, dann können wir zusammen spielen. Nö, ich gehe andersrum. Na gut. Ich geh aufs Fragezeichen. Bubba spielt gerne mit den Feldern. Ach, stimmt ja. Dann wissen wir doch eigentlich, wer Bubba ist. Ich glaube nicht. Ich glaub, oder? Das sieht aus wie ein großer Cheep Cheep. Das ist der dicke Lippefisch. Das ist Bubba. Bubba. So, was ist jetzt los? Ich weiß nicht, er spuckt tot wieder aus. Tod und Bowser haben ihre Position getauscht. Alles klar. Also ist der Stern jetzt woanders, oder was? Ja, das ist ja geil. Ach, jetzt kann ich bei Bowser vorbei. Und ich darf euch die Fresse polieren bei... Bowling. Chaos Bowling. Das schafft er. Das finde ich nicht so doof. Das ist doof, ja. Also gut für uns, aber... Ja, das müssten wir hinkriegen. Also, der Koopa-Panzer wird vom Spieler mit dem Stick gesteuert. Die anderen Spieler sind Kegel und weichen aus. Wario, mit dem Stick bewegen oder irgendwie, ja, und zielen und werfen mit A. Und ihr... mit dem Stick Sprungrichtung mit A springen. Wenn der Koopa-Panzer die Bahn verlässt, bekommst du einen Stromschlag und das Spiel ist vorbei. Das passiert mit Sicherheit. Also eigentlich, hast du nur einen Wurf? Ich dachte, ich habe 2 eigentlich, wenn ich ehrlich bin, aber... Also einfach in die Ecken gehen, ne? Also, ja. Also es ist ein Teamspiel, wir stehen aber blöd. Zusammenspielen können. Ja, das müsste eigentlich... Ah! In die Ecken. Ah, ich drücke allerdings wieder bis echte Sau! Okay. Verdammt. Ja, ist aber mies, dass du nur einen hast. Das hat Yoshi getroffen. Ja, es tut mir leid, Yoshi. als wenn es dir wirklich leid tut. Geht das denn jetzt für uns alle? Wir werden sehen. Ich glaube, Yoshi zusätzlich nochmal 5 Münzen. Ja, das System bei Mario Party 1 ist noch ein bisschen anders, ne? Ja. Na, das ist fies. Dafür darfst du auch gleich mal würfeln. Yay! Gut ausgeklingt. Häufigste Zahl diesmal, 9. Den kannst reinschubsen.
Nein. So. Echt, ey, nur 9 diesmal. Ach so, Bowser ist nur so ein kleines Feld. Ach komm, nee, die Bowser und die Toad-Dinger haben die Dinger gewechselt, oder? Ach so, das kann sein, ja. Alle Toad-Felder haben sie gebraucht. Der Stern war gerade auch nicht. Was ist denn der Stern? Nee, der Stern ist auch. Fragezeichen. Der Stern hat sich auch bewegt. Genau, ja. Aber wenn ich darauf gehe, ändert sich das ja wieder. Das ist richtig. Und da oben ist Boohoo, das ist natürlich auch geil. Ja. Geht trotzdem nach oben. Gibt es den Fragezeichen-Stern in Mario Party 1 schon, ja, ne? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Da gab es ja 3 Fixe, ne, oder? Oder gab es das bei Mario Party 1 noch gar nicht? Doch, oder? Das ist schon wieder zu lange her, dass wir es gespielt haben. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube schon. Oh, wo ist ich denn jetzt? Ja, direkt hinter mir. Bin ich ganz sicher? Ja, tatsächlich. Also es sind nee, die beiden steht 2 davor. Ja, okay. Das sind die Positionen, die er tauscht. Ich hab doch eh nicht genug Käse. Ich muss ein Mister und wenn das Minispiel gewinnen. Schafft er nicht. Auf das nehmen wir. Alle dürfen Gronau die Fresse polieren. Alle auf den Affen. Blumige Münzen. Oh, da kann man alle Münzen sammeln. Das ist schlecht für ihn. 3 schafft er ja auf jeden Fall zu sammeln. Scheiße. Freund, nicht 6, bin ich 14? Ich glaube, du hast 18, aber ich kann ja nee, doch so eben 8 bekommen, oder? Ja, hast du ja vorher welche verloren. Eben. Die Münzen fallen wie ein Geldregen auf die Blume. Jeder sammelt so viele Münzen, wie er kann. Ey, das ist, ich dachte... Bewegen und springen. Und wir Boot bewegen. Also ihr sammelt das dann... Nee. Ja, was du nicht erwischst, was runterfällt, können wir einsammeln. Okay. Je näher du dem Rand der Blume kommst, desto mehr neigt sie sich. Werde nicht zu gierig und falle nicht herunter. Also immer schön am Rand einsammeln, gibt mehr Punkte, Bruno. Okay. Ist das ein Blatt? Ist, ja, ne? Kein Boot, sondern ein Blatt. So Blättchen. So. So, dann. Komm mal nicht in die Quere, Kinder. So, ja. Ja. Ja! Ja! Yoshi, ist immer das ein! Ja, nochmal nicht so ein Scheiß da. Das sieht gut aus. Das ist doch kacke hier, Kinder. Yoshi, falsche Richtung. Ist da oben hin? Das ist meine. Das Spiel ist ziemlich einfach für den Einzelspieler. Kann das sein? Ey, was haben wir jetzt? Nee, 2 Münzen? 3 Münzen? Ich finde das super schwierig. Ja, total. Oh Mann, Gronau kriegt mir die Rosette gebrudert. Ich krieg einen Föhn. Ach. 28. Und Wario nur 1. Na bitte. Wow. Nicht mal, dass die Gruppe irgendwie alle das kriegt, was wir gesammelt haben. Nein. Ja, das ist komisch bei Malparty. Manchmal kriegt man auch Minus und so Kack. Du bist der Star. Nicht wahr? Bodenrammen. So, halt dich fest, Muschiwürfel. Jo. Du sollst. Führe eine Stampfattacke auf die Blöcke aus. Versuche dich zu erinnern, welche Spitz und welche Stumpf das sind. Ja. Mhm. Zack. Ja, hallo? Ach, du musst drücken. Den rechten Dings. Die Knöpfe sind nie benutzt. Sehr gut. Steg bewegen, A springen und im Sprung Z drücken. Z hier unten. Verdammt. Machst du eine Stampfattacke. Einmal kannst du noch für einen Tipp. Merkt ihr, wo die stumpfen Pfosten sind? Einer sitzt links neben dir, bevor die Schmetterlinge auf ihn gelandet sind. Ich werde links rechts sprechen. Und dann Start. Start. Ja, so, links neben dir und nochmal alle in der Mitte, die mittlere Reihe komplett. Und den links daneben auch. Ich dachte, das war niemals eine Stampfattacke. Dachte, wenn ich die richtigen sage, ja, sie cheatet total. Ja, sie springt nicht gerade hoch. Wie kommt sie das denn hin? Geil. So beim Springen direkt Stampfattacke. Dann mach ich auch einen Arschbock. Alter, du siehst das ja auch so, trotz der scheiß Schmetterlinge, was spitz ist und was nicht. Gottes Willen. Alle geschafft? Ja, ist die Zeit abgelaufen. Das heißt, sehr anspruchsvolles Spiel. Oder? Also ich muss dich mal loben, diese Stampfattackentechnik habe ich noch nie gesehen. Die kann nicht mal Tim. Noch Stampfwürfel. Stampfwürfel? Muschiwürfel, Stampfwürfel? Er dreht durch. Lieber Muschi-Stampf?
Nee, lass mal. Okay. Bums. 9. Ja, hier habe ich keinen Bock drauf. Ich bin nur so hier. Du kannst auf jeden Fall fest einplanen, was du würfelst. Ich kann fest einplanen, was ich würfel? Du hast 3 9 hintereinander. Ach so, das möchte ich. Guten Tag. Ich möchte gerne kostenlos Münzen stehlen. Von den blöden Affen. Danke. Ja, das könnte höchstens 2 gewesen sein. So wenig? Ja, ja, Sonntag, ne? Der Geist hat auch keinen Bock. So. Alle schön Richtung Bowser. Ja, finde gut. Unser Chance-Teil. Stimmt, wenn ich den Stern gekauft hätte, hätte ich das vielleicht auch gedreht, ne? Hätte ich den Stern gekauft, hätte die beiden vielleicht auch getauscht. Ist die Frage, ob es nur diese beiden Felder gibt. Wie sieht es aus? Nochmal Meloninsel und? Das Melone und Honig Meloninsel, aber das ist Tropical Island. Pilz durcheinander. Wieso geht das da wieder hoch? Das ist auch gecheatet. Das finde ich auch merkwürdig. Die denken, wir sehen das nicht. So, ach, das deswegen geil. Ich geschwind zur Plattform mit der Farbe von Toads Flagge. Bist du zu langsam, versinkt die Plattform. Herrlich. Bewegen, springen, Stampfattacke. So, führe eine Stampfattacke aus, um die Mitstreiter außer Gefecht zu setzen. Erwischst du sie, sind sie bewegungsunfähig. Ja. Ja. Bewegen sich die Plattform irgendwie? Ja, die gehen runter. Geht die runter, die er anzeigt? Bums. Oder muss Alter, wie... Ah! Oh, fuck. Roter! Ja. Hallo! Ah, Alter, wie weit... Du bist verkackt. Ich möchte... Oh, nein, nein, nein. Das gibt's ja nicht. Junge, Junge, Junge. Ich bin ein Idiot. Das ist traurig. Ja, ne? Ich fand das eigenartig, wie stark ich durch die Stampfattacke auf den dicken Affen weggesprungen bin danach. Das fand ich ja doof. Ich hab gar nicht auf Tod geachtet. Ich auch nicht. Ich wollte nur auf Donkey Kong raufstampfen. Entschuldigung. Wo kann man es natürlich auch noch? Ich gehe jetzt langsam voran. Ich nehme dann die ganzen Einsen. Okay. Die hier? Ja, genau die. So. Du hast es eilig. Offensichtlich. Schon wieder? Boah, direkt vor Bowser, jawohl. Das ist doch scheiße. Ja, wer ist da noch von euch? Yoshi muss ganz schön hochwürfeln, um den Stern zu holen. Ne 3. Eieiei. Hat nur 17. Nützt mir ja nichts, das ist ja das Problem. So ein Cheat aber auch. Ja. Ja. Ja, Yoshi, du brauchst eine 10, du musst eine 10 reinschleudern. Wie soll ich denn das anstellen? Schluss. Meinst du, den ganzen Einsern einfach mal eine 10, ja? Jo. Okay. Piranha-Verfolgung. Paddelgedaddel klingt geil. Paddelgedaddel klingt nicht lustig. Nicht lustig? Klingt echt lustig. Ach so. So, Kinder, drücke wiederholt B, um der Piranha-Pflanze zu entkommen. Die Spieler auf der Wolke. Und die Stampfattacken, ist das doof. Donkey Kong, A springen, B laufen und wir Stampfattacke. Solange Regen auf die Piranha-Pflanze fällt, wird sie größer und kann weiter springen. So, am besten ist, glaube ich, auch wenn wir nicht gleichzeitig stampfen, sondern irgendwie leicht Zeit versetzt. Also Kinder, Action! Hä? Ja, ich stampf doch! Hä? Fertig! Ja, du musst halt auf B drücken, um zu laufen. Das hat der Adrian damals auch verkackt. Ich meine, war ich das nicht sogar, der weglaufen sollte? Ich hab's auch nicht verkackt damals. Ja, ich meine, das war Adrian. Minus 15. Was? Das muss minus 17 sein können? Naja. Für Stern reicht's immer noch. Mist. Ja. Kurz bevor wir angefangen haben, dachte ich noch, wieso stand da A und B? Ich dachte, ich muss doch nur laufen. Ja, laufen mit B, ja. Dum, dum, dum. Eng. 1. Muschi-Würfel. Ja. Oh, das war interessant. Schau es mal. Klau doch nicht nur 2 Münzen. Klau allen Spielern 2 Münzen. Nee. Ich bezahle mir selbst 10 Münzen, das ist okay. Aber mach keinen Mist, ey. So, Muschi-Würfel, streng dich an. Oh, Fakt ist, ich würde einen erstmal fix auf Donkey Kong setzen. Weil jetzt dreht sich langsam. Mach zuerst links oder. Jetzt wird's noch schneller. Jetzt ist es egal. Stern ist E-Wurst, ja. Puh. Das ist total Banane. Ja. Ja, gerne. Ich nehme gerne einen Stern von. Den Pfirsich. Ja, nö. Ich hoffe, sie gefallen dir gut.
Oh, oh, ich hab ja gar keine Sterne. Weil das auch beide traurig sind. Ja, eigentlich müsste ich mich ja freuen, ne? Eben. So, dass ich meinen Stern nicht verliebt wurde. So, schöne 4. Vielleicht warst du traurig, weil du noch keinen hattest. Das kann sein. Das wird Sinn ergeben. Das ergibt Sinn. Jetzt noch mal halbe. Ja, jetzt sind 2. Fuck. Ich hab's versucht. So, von der Sonne. Jetzt weht hier ein anderer Wind. Ja. Juhu. Er hat die schickste Frisur von allen. Der Affe freut sich. Er hat doch die schickste Frisur von allen. So ein Bürzel oben auf dem Kopf, ja. Ja, das ist doch die Krone aus dem Gesicht geschnitten. Das ist Musik in meinen Augen. Das aussieht wie ein Affe? Ja. Klar. Das kann ich dir den ganzen Tag sagen. Donkey Kong ist geil. Hast du etwas wie ein... Fix, ich dachte, nach dem Kopf wird es wechseln. Hast du etwas wie ein... Es wechselt nicht? Nee, wahrscheinlich nur durch die Fragezeichen dann. Oder wurde es nur nicht gezeigt, weil sie denken, die bleiben da noch längst. Der steht da noch. Der stand da noch. Ja gut, dann wechselt der wohl tatsächlich ausschließlich durch die Fragezeichen. Reise nach Toad City, das kommt irgendwie auch bekannt vor. Ist das sowas wie Reise nach Jerusalem? Ich glaube, ja. Geil. So, wenn die Musik zu Ende ist, laufe und springe als Erster auf den Pilz in der Mitte, um an die Truhe zu gelangen. So, laufen, springen, angreifen und stampfen, wir können alles. Können wir die Musik lauter machen? Nö. Ich mag ja sonst niemals, nicht. Das siehst du doch irgendwie. Man weiß niemals, wann die Musik endet, spitze die Ohren und lausche aufmerksam den Klängen. Ich meine, die laufen automatisch und sobald du dich selbst bewegen kannst, ist Musik zu Ende. Aha. Mhm. Also, ich finde das ziemlich unfair. Einfach ruhig sein. Ich bin handicapped mit meinen Ohren. Siehste, drück einfach schon mal immer in Richtung Mitte. Ah! Nein! Was ist das denn? Oh, ich versuche. Achtmal daneben fuck, gesprungen. Ey. So, ich dachte, wir müssen uns auf die Pilze setzen. Ich wollte von den Pilzen nach da oben. Ich krieg die Truhe. Also die Steuerung nicht, die Spiel war echt eine Katastrophe. Ich weiß nicht, was du meinst. Gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Gut.